Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Atlantis, Lemuria und die Orionkriege. Übersetzt von Altana. Seid gegrüßt. Wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Ihr habt den Prozess der Befreiung eurer ältesten und tiefsten Wunden begonnen. Und ihr tut dies jetzt, weil ihr bereit seid, euch diesen Ängsten und Traumata zu stellen. Dieses ist eine Zeit, in der ihr eine enorme Menge an Unterstützung habt. Und ihr habt die Werkzeuge und Informationen, die euch helfen, euch mit relativer Leichtigkeit durch das zu bewegen, was euch bevorsteht. Natürlich ist es nie ein Spaziergang im Park, um mit den Tragödien umzugehen, die ihr auf Atlantis, Lemuria oder sogar in den Orionkriegen erlebt habt. Ihr alle, die ihr zu dieser Zeit inkarniert seid, wart Teil der Zivilisationen von Atlantis und Lemur. Und ihr alle habt einige Rollen in den Orionkriegen gespielt. Es durchlebt zu haben oder gestorben zu sein während dieser Erfahrung solch massiver Zerstörung und mit so vielen Sterbenden um euch herum, ist nicht verwunderlich, dass die Menschheit jetzt ein Trauma von diesen Erfahrungen noch bis heute trägt. Was ihr während der Orionkriege erlebt habt, war Dunkelheit, wie ihr sie noch nie zuvor in diesem Universum gesehen habt. Was ihr auf Lemuria erlebt habt, war Verrat durch Wesen, die ihr für eure Freunde gehalten habt. Und was ihr auf Atlantis erlebt habt, war Polarisierung und Kampf unter Menschen, die alle das gleiche Ziel hatten. Wenn ihr also in diesem Leben Dunkelheit, Verrat und Kampf mit denen, die euch am nächsten stehen, erlebt, wisst, dass ihr dies tut, um einige der sehr beunruhigendsten Teile eurer Geschichte zu reinigen und zu bereinigen. Die Aspekte von euch, die ihr als Ergebnis integrieren werdet, sind perfekt geeignet, um euch dabei zu helfen, die fünfte Dimension zu erreichen. Letztendlich zahlt sich das alles aus, jedes kleine bisschen Schmerz, dem ihr ausgesetzt seid, und jedes Trauma, das ihr beseitigt. Wir möchten, dass ihr wisst, dass wir für euch da sind, dass die Sternenkünder für euch da sind und dass es so viele andere gibt, die euch unterstützen und lieben. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.